Ja, schönen Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zum ersten Schlager dieses langen Fußballwochenendes in der Tipp 3 Bundesliga, Kapfenberg gegen Rapid. Es ist ja menschlich, dass es Vorurteile gibt. Und diese Vorurteile gibt es natürlich auch in der Fußball-Bundesliga. Schauen Sie mal auf die Rieder. Da heißt es immer, die spielen defensiv. Manche meinen sogar destruktiv. Dann gewinnen sie am Wochenende gegen die Austria 3:1 und schlagen dann im ÖFB-Cup am vergangenen Dienstag Rapid mit 3:2. Destruktivität war da nicht zu sehen. Auf der anderen Seite Rapid. Da gab es positive Vorurteile, die auch schon bestätigt wurden in dieser Saison. Rapid galt als offensive Mannschaft. Rapid galt als Torfabrik. Erinnern Sie sich an die 7 Tore in Alltag, an die 5 Tore auswärts beim LASK. Und jetzt im Herbst nicht mehr viel davon zu sehen. Rapid ist in den vergangenen beiden Bundesliga-Auswärtsspielen sogar ohne Tor geblieben. Und dann gibt es das Vorurteil über die Kapfenberger. Die seien unfair, hat einmal Karl Dachsbach gemeint. Die spielten viel zu hart. Am vergangenen Freitag, also heute vor einer Woche, war beim 3:7 in Salzburg davon überhaupt nichts zu bemerken. Heute soll sich das ändern. Darauf hofft natürlich der Kapfenberg-Trainer Werner Gregoritsch, der sich für diese Aufstellung entschieden hat. Das ist ein 3-4-3-System, das relativ schnell zu einem 5-4-1-System werden kann. Genauso wie beim 3:0 Cup-Sieg unter der Woche in Wels steht heute wieder Kamil Susko im Tor. In der Bundesliga erstmals wieder seit der dritten Runde, seit der 1:2-Niederlage in Ried. Eisel musste also weichen. Die Abwehr heißt ebenso wie im Cup. Taboga, Fukal und Stepaniek, Osoenig und Schellander bleiben auf den Außenpositionen. Siegel und Lindl zentral defensiv. Zimmermann rechts, Welfernick links an den Flanken. Ganz vorne bekommt heute Anno Kozelski, obwohl er in dieser Saison weder in der Meisterschaft noch im Cup ein Tor erzielt hat, den Vorzug gegenüber Bernd Bernsteiner, der ganze Woche über nicht trainieren konnte. Die beiden Kapitäne bei der Platzwahl. Die große Überraschung bei Rapid, nicht Raimund Hedl steht im Tor, sondern Andreas Luxe, der noch 20-Jährige feiert, sein Debüt in der Bundesliga. Ebenfalls erstmals von Anfang an in der Bundesliga darf Stefan Paller spielen. Links in der Viererkette anstelle des verletzten Markus Katzer. Paller hat bisher erst 2 Minuten in der Bundesliga absolviert. Das war im März dieses Jahres gegen Wacker Innsbruck. Und links im Mittelfeld Christopher Drazan bekommt den Vorzug gegenüber Veli Kavlak. Heikkinen Boskovic zentral, Hofmann rechts und vorne also Stefan Meyerhofer und Jimmy Hoffer. Und der Schiedsrichter der heutigen Begegnung heißt Thomas Steiner. Aufgepasst, lieber Rapidler, in den vergangenen 17 Bundesligaspielen, die er geleitet hat, hat nie das Auswärtsteam gewonnen. Das Auswärtsteam heißt heute Rapid und das spielt in der ersten Spielhälfte in den traditionellen grün-weißen Trikots von links nach rechts. Thomas Steiner ist bereit. Seine Assistenten sind bereit, die beiden Mannschaften, und ich bin sicher, auch sie sind bereit für den Schlager des Freitagabends, Kapfenberg gegen Rapid. Kontakt für den jungen Stefan Paller und dann Fukal vor Meyerhofer. Wieder Paller, diesmal im Duell mit Zimmermann. Auf Drazan und Taboga, und jetzt vielleicht erstmals Platz für die Kapfenberger. Lindl auf Schellander.
guter Einsatz von Stefan Meyerhofer, schnell am Ball als Stepaniek. Und dann Kamil Susko mit großen Schwierigkeiten. Die eigentlich verunglückte Flanke von Stefan Meyerhofer, und Susko ist da etwas gestolpert beim Zurücklaufen. Energisch holt sich Meyerhofer da den Ball, flankt zur Mitte, und dann achten Sie auf Kamil Susko, der da wirklich Glück hatte. Erster Eckball im Spiel für Rapid, ausgeführt natürlich von Steffen Hofmann. Der bekommt den Ball postwendend zurück. Häkkinen, wieder Meyerhofer, wieder Stepaniek, nicht nahe genug bei ihm. Nächster Eckball Rapid. Links schießt Steffen Hofmann die Eckbälle. Rapid ist das heutige Antreten in Kapfenberg ja das dritte Auswärtsspiel innerhalb von nur einer Woche. Am Dienstag, wie gehört, das Kapspiel in Ried, heute eben hier in Kapfenberg, Bundesliga, und dann am Dienstag Nachholspiel in Kärnten, und dieser Treffer zählt nicht. Abseitsstellung von Stefan Meyerhofer. Weite Ball, und das war nie und nimmer abseits, Fehlentscheidung. Glück für die Kapfenberger. Stefan Meyerhofer hier nicht im Abseits. Fehler von Paul Petö, dem ersten Assistenten von Thomas Steiner. Ganz deutlich zu sehen. Kamil Susko hat da zwar nicht mehr reagiert, aber Jimmy Hofer hätte den Ball wahrscheinlich trotzdem im Tor untergebracht. Erster Aufreger, noch nicht einmal 5 Minuten im Franz-Weckety-Stadion. Felfani. Und das war der erste Ballkontakt von Andreas Luxe. Und jetzt haben die Kapfenberger schon wieder den Ball gehabt, aber nur für ein paar Sekunden. Verständnis zwischen Branko Boskovic und Christopher Drazza. Aber aufmunternder Beifall für den jungen Mann, der heute sein 7. Bundesligaspiel bestreitet für den Rekordmeister. Gemeinsam mit Stefan Paller war er am Dienstag auch mitverantwortlich dafür, dass die Rapid-Amateure im Gegensatz zu den Profis ins Cup-Viertelfinale eingezogen sind mit einem deutlichen, sensationellen 5:1 Heimsieg gegen den SV Mattersburg. Diese Szene war jetzt auch deutlich wieder mal zu sehen, dass aus dieser Dreierkette, die Werner Gregoritsch offiziell angibt, tatsächlich bereits in dieser Anfangsphase einer Fünferkette geworden ist. Dosäunig und Schelander ziehen sich da immer wieder weit zurück, spielen praktisch auf einer Linie mit den anderen drei Verteidigern. Zimmermann gegen Paller. Guter Antritt, kein Foul, zeigt Assistent Peter Moser an.
Preston Zimmermann hätte hier gerne einen Freistoß gehabt bei diesem Duell mit Stefan Paller, aber war richtig entschieden. Stefan Paller, seine Mutter stammt von den Philippinen, sein Vater ist gebürtiger Ungar, er selbst ist aber in Wien aufgewachsen und kommt aus dem eigenen Rapid-Nachwuchs. Beinahe wäre der Hoffer an Taboga vorbeigekommen. Drahtzahn auf Hofmann. Wieder Drahtzahn. Nächste Möglichkeit, um zu flanken für Christopher Drahtzahn. Wollte da in den Rückraum spielen auf Steffen Hofmann. Apropos Paller und Drahtzahn, die fehlen heute natürlich den Rapid-Amateuren und das merkt man. Die liegen in der Regionalliga Ost zur Pause gegen den FAC 0:2 hinten. Meierhofer auf Hopper. Nächste Abseitsentscheidung. Schauen wir, ob Paul Peter diesmal richtig gelegen ist. Ja. Wieder das Duell Zimmermann gegen Palla. Diesmal setzt sich der Kapfenberger durch. Keine schlechte Flanke. Dober verfehlt oder lässt den Ball durch. Aber Felfernicker damit nicht mehr gerechnet. Ich denke, das müsste Einwurf für Kapfenberg geben. Dober hat den Ball da, denke ich, noch berührt. Zimmermanns Flanke. Dober berührt den Ball da. Es hat trotzdem Einwurf für Rapid gegeben. Aber jetzt gibt es den Einwurf für die Steirer, nachdem hier Mario Tokic geklärt hat. Vielleicht ein Rezept für die Kapfenberger sollte mit weiten Einwürfen zu versuchen. Dominik Taboga. Meierhofer im eigenen Strafraum. Lindl, wieder Taboga. Jetzt vielleicht etwas mehr Platz bei einem schnellen Gegenangriff für die Rapidler. Aber der Ball von Hofmann auf Hofer kommt nicht an. Boskovic. Links geht wieder Drahtzahn. Erneuter Zeitstelle. Auch diesmal die Entscheidung von Paul Petö richtig. Da steht es im Match Petö gegen Petö. Jetzt 2:1. Foul von Felfernick an Heikkinen. Nächstes Foul wieder von Max Felfernick, diesmal an Andreas Dober. Etwas übermotiviert und der Glück, dass der Schiedsrichter heute Thomas Steiner heißt, denn der zeigt traditionell wenige gelbe Karten. Diesmal kein Abseits, Hoffer gegen Fukal. Kapfenberger stehen von Anfang an relativ tief. Hofmann auf Meierhofer. Stepaniek diesmal Zweikampfsieger. Heikkinen. Wieder Abseitsstellung von Jimmy Hofer.
Bereits die vierte Abseitsstellung eines Rapidlers, allerdings sei zugute gehalten, einmal war die Abseitsentscheidung falsch, da wäre Rapid höchstwahrscheinlich hier in Kapfenberg 1:0 in Führung gegangen. Deutlich mehr im Ballbesitz, aber der Meister tut sich schwer, den Abwehrriegel der Steirer hier zu knacken. Lindl sucht verzweifelt eine Anspielstation, findet sie jetzt in Robert Schellander. Gute Aktion von Schellander vorbei an Doba. Die Flanke in den Strafraum und der Kopfball von Preston Zimmermann. Und das war die erste Tormöglichkeit der Kapfenberger in diesem Spiel. Starke Aktion von Schellander. Und dann verliert Palla in diesem Fall das Kopfballduell gegen Zimmermann. Aber keine Gefahr für Andreas Luxe im Rapid-Tor. Foul an Christopher Drazan, Freistoß für Rapid. Patrick Siegel, der routinierte Tscheche hier gegen den jungen Rapidler. Der Freistoß natürlich ausgeführt von Steffen Hofmann. Gleich ist eine Viertelstunde gespielt. Nächster Freistoß für Rapid, diesmal das Foul von Miroslav Stepanjek. Deutliche Worte jetzt von Schiedsrichter Thomas Steiner. Das Duell Stepanjek gegen Meierhofer gab es schon einige Male zu sehen in dieser ersten Viertelstunde, in der Rapid 60% Ballbesitz hatte. Hofmann und Boskovic beim Freistoß. Tokic. Und Kamil Susko hätte sich da beinahe verschätzt. Der Kopfball von Mario Tokic aus fast 16 Metern. Also so einen Ball kann man auch fangen. Zum zweiten Mal Unsicherheit des slowakischen Goalies der Kapfenberger. Dritter Eckball Rapid. Suska jetzt gut gegen Meierhofer und auch gut gegen Jürgen Patoka. Kamil Susko auch 1,90 groß, aber Stefan Meierhofer ist über 2 Meter groß und deshalb war das eine gute Tat von Susko.
wieder Meyerhofer. Und auf der Linie gekehrt von Robert Schellander. Die ersten Möglichkeiten für Rapid nach etwas mehr als einer Viertelstunde. Abgesehen von dieser Aktion von Meyerhofer, von dieser abgerissenen Flanke. Schellander über links auf Elfanik. Über rechts geht bei Kapfenberg bisher überhaupt nichts. Faire Attacke von Patuka an Kozenski. Patrick Osojnik schaltet sich einmal ins Offensivspiel der Kapfenberger ein, möchte einen Eckball, bekommt ihn aber nicht. Und das völlig zu Recht. Aber das ist das Problem am Kapfenberger System. Da stehen sie phasenweise ziemlich gut in der Defensive mit dieser 5-Abwehrkette, aber dann gibt es natürlich kaum Angriffe über die Seiten, weil Schellander links, weil Osojnik rechts viel Laufarbeit verrichten müssen. Und Arno Kozelski, der ist da vorne sowieso auf sich allein gestellt. Moskowitsch auf Hoffer, Tabuga hat aufgepasst. Oh, jetzt müsste es einmal schnell gehen. Aber schon wieder der Angriff. Der Kapfenberger sofort gestört von den Rapidlern. Siegel. Rückstrafe für Dober. Felfaneg. Stepaniek. Gut aufgepasst von Stefan Pahler. Jetzt habe ich den Eindruck, dass die Kapfenberger wieder energischer in die Zweikämpfe gehen, dass sie sich wieder mehr zutrauen. Ja, der Gregoritsch immer wieder an der Seitenlinie versucht, seine Spieler zu pushen. Milan Fukal mit vorne, aber da hat er ganz klar gestoßen. Zu Recht abgepfiffen diese Aktion. Klares Foul von Fukal und Meyerhofer. Wird hier eindeutig mit dem rechten Ellbogen geschoben.
Freistoß längst ausgeführt, der Schuss von Hofmann längst abgeblockt und in Händen von Kamil Susko. Zimmermann gegen Palla. Einwurf Kapfenberg. Wieder. So ein weiter Einwurf von Dominik Taboga. Zwei Tore sind bereits gefallen nach solchen Aktionen in der Bundesliga. Beide hat Rapid kassiert in dieser Saison. Also eines machen die Kapfenberger sehr geschickt. Sie versuchen, Steffen Hofmann immer wieder zu doppeln, den Rapid-Kapitän einfach nicht ins Spiel kommen zu lassen. Heute offensichtlich die oberste Devise der Steirer. Kozelski gegen Tokic, kein Fall. Felfanik auf Lindl. Siegel. Und Luxe vor Schellander. Foul von Schellander, Freistoß für Rapid aus dem eigenen Strafraum heraus. Andreas Luxe hatte noch nicht allzu viel zu tun bei seinem Bundesliga-Debüt. Raimund Hedl war heute sichtlich überrascht, dass er nicht spielen durfte. So wie viele hier im Stadion. Die primäre Statistik weist Raimund Hedl auch als sehr guten Ersatz aus für Helge Peier bzw. Georg Koch. Mit 79% abgewehrten Torschüssen ist er ligaweit die Nummer 2 bei den Torhütern. Besser ist nur Andi Schranz von Austria Kärnten. Lindl auf Zimmermann, Luxe kommt raus und hat den Ball. Starke Aktion des jungen Rapid-Goalies, da hat er wirklich gut mitgespielt. In dieser Situation war Harig für den Meister. Der gute Pass von Michael Lindl. Zimmermann entwischt Palla und Luxe kommt schnell, kommt rechtzeitig aus seinem Kasten raus und verhindert so die mögliche Führung der Kapfenberger in der 26. Minute. War natürlich dann ein Foul von Preston Zimmermann, der natürlich auch energisch in diesen Zweikampf mit dem Rapid-Goalie gegangen ist. Guter Besuch heute auch im Franz-Fekete-Stadion und das liegt nicht nur an den mitgereisten Rapid-Fans. Meierhofer vor Schellander, Hoffer. Erschläger von Stepanjek. Oskovic bringt diesen Ball noch zur Mitte. Aber Kamil Susko diesmal ganz sicher. Kapfenberger natürlich immer wieder mit dem Versuch, das Mittelfeld schnell zu überbrücken, mit hohen Bällen zu operieren und Kozelski soll da vorne dann ablegen, entweder auf Zimmermann oder auf Felfanik.
Der Druck von Rapid, der Druck von Peter Bakult Spielern ist jetzt jedenfalls nicht mehr so stark wie in den ersten 20 Minuten. So, Dominik Taboga, die dritte. Rein damit. Fukal verlängert und fällt verdient. Dober gerade noch dazwischen. Fukal gewinnt das Duell mit Patoka, von dessen Ellbogen wurde da der Ball eigentlich weitergeleitet auf Max Welfanik. Erster Eckball für die Heimmannschaft durch Patrick Siegel. Hochbetrieb im Torraum der Rapidler. Der Ball kommt zurück, Dober klärt erneut. Interessante Eckballvariante der Kapfenberger. Geschickt gelöst, diese Situation von Andreas Dober, wenn auch hart an der Legalität. Boskovic muss warten, die Kapfenberger Fünferkette rückt er geschickt immer wieder raus. Spielverlagerung aber auf Christopher Drazan, der setzt sich durch gegen Osojnik. Und Fukal in diesem Fall vor Hofer. Fünfter Eckball für Rapid. Aus Standardsituationen sind sie gefährlich, da bereiten sie der Mannschaft von Werner Gregoritsch Probleme, die Rapidler. Aber aus dem Spiel geht bei Steffen Hofmann zum Beispiel überhaupt nichts. Der hat bisher alle seine 5-2-Kämpfe verloren. Aber mit seinen Standardsituationen, mit seinen Eckbällen und Freistößen hat er jetzt schon 4 Torschüsse vorbereitet. Foul von Anna Kozelski war das an Mario Tokic. Daikinen vor Zimmermann. Na, Boskovic etwas zu lax in dieser Situation. Aber nichts passiert aus Sicht der Rapidler. Rapid ist ja nach wie vor spielbestimmend, aber die großen Torszenen, die fehlen. Ärgerlich natürlich aus Sicht der Grün-Weißen, dass es gleich zu Beginn dieses Spiels eine Fehlentscheidung von Schiedsrichterassistent Paul Peter gegeben hat. Wer weiß, wie dieses Spiel gelaufen wäre, wäre Rapid da durch Hofer in Führung gegangen. Aber so tut sich der Meister schwer und das liegt nicht nur daran, dass Rapid nicht in der Lage ist, aus dem Spiel heraus gefährlich zu werden, sondern das liegt auch daran, dass die Kapfenberger sehr stark, sehr engagiert, sehr konzentriert verteidigen. Nach vorne geht bei den Steirern freilich wenig.
Peter Backhult war mit dieser Entscheidung von Schiedsrichter Steiner hier auf Handspiel von Steffen Hofmann zu erkennen, nicht einverstanden. Also bis auf wenige Szenen haben die Kapfenberger die beiden Sturmspitzen der Rapidler, Stefan Meierhofer und Erwin Hoffer, wirklich gut im Griff. Taboga energisch gegen Hoffer und es gibt Freistoß für Rapid. Und auch diese Entscheidung ist richtig. Susko gegen Meierhofer. Klare Sache, Foul von Stefan Meierhofer an Kamil Susko. Hier deutlich zu sehen. Obwohl der Kapfenberger Goalie da außerhalb des Torraums war. Kleine Unstimmigkeiten zwischen Mario Tokic und Stefan Meierhofer. Tokic hat da verlangt, Meierhofer möge schneller entgegenkommen, sich schneller anbieten. Querschläger von Stepaniek, Boskovic und Fukal fängt den Pass auf Hoffer. Razan erneut vorbei an Osanik, hinein in den Strafraum und da ist er abgehoben. Das war nie und nimmer Foul von Dominik Taboga. Taboga verlangt eine gelbe Karte für Razan wegen einer Schwalbe. Schiedsrichter Steiner belässt es bei einer Ermahnung. Hier zunächst setzt sich Razan gegen Osanik durch. Und dann fällt er hier im Duell mit Taboga. Streng nach den Regeln hätte Schiedsrichter Thomas Steiner hier gelb zeigen müssen. Platz für Steffen Hofmann und der Rapid-Kapitän kommt heute Abend überhaupt nicht ins Spiel. Immer wieder wird der Steffen Hofmann von zwei, drei Kapfenbergern energisch attackiert in diesem Fall. Dann entscheidend von Schelander gestört. Auf Drahtzahn, Fukal gegen Hoffer.
Hofmann. Wieder hart, fair attackiert von den Kapfenberg. Einiger Ball von Siegel auf Felfanik. Also vom Ansatz her gefällt mir das ganz gut, was die Kapfenberger hier machen. Sie spielen nach ihren Möglichkeiten keine schlechte Partie. Versuchen energisch in die Zweikämpfe zu gehen und dann möglichst schnell von Defensive auf Offensive umzuschalten. Foul von Batukan Kozelski, Vorteil abgewartet und jetzt deshalb erst der Pfiff von Schiedsrichter Steiner. Vom Siegel Jan Boskovic. Noch 6 Minuten exklusive Nachspielzeit bis zur Pause. Nach wie vor 0:0, aber ich denke, das ist kein uninteressantes Spiel heute zwischen Kapfenberg und Rapid. Fehler von Tokic und jetzt fällt Fanik. Der ist schnell und das beweist er hier, aber das war ein viel zu schwacher Schuss. Mit dem Innenriss wird hier Max Felfanik abgezogen und deshalb kein Problem für Andreas Luxe. Ein Problem bei Rapid ist mit Sicherheit, dass sich Andreas Dober in Sachen Offensivspiel heute sehr zurückhält. Nicht nur heute. Legt ab auf Hofer. Handspiel Meierhofer. Aber dieses Ablegen, dieses Verlängern der Bälle von Meierhofer auf Hofer, das unterbinden die Kapfenberger sehr gut. Wenn sie schon nicht das Kopfballduell gegen Stefan Meierhofer gewinnen, dann fangen sie zumindest den Ball auf Jimmy Hofer ab. Zimmermann schießt Tokic ab. Gregoritsch spendet seiner Mannschaft Applaus für die ersten 41 Minuten. Boskovic, Hofmann, Boskovic. Da war mal der Versuch des Kombinationsspiels durch die Mitte. Hofmann auf Trazer. Boga legt auf für Hofmann und dann wirft sich Milan Fukal in diesen Ball.
Fenfernig auf Lindl und der hat einen guten Schuss. Der zieht auch ab und Fatuka fälscht den Ball zum Corner. Hier noch einmal diese Unachtsamkeit auf der anderen Seite. Und dann der Gegenstoß. Lindl mit dem Schuss. Und hier jetzt die Szene zuvor. Taboga mit diesem Fehler, aber Fukal bügelt aus, indem er sich in diesen Hofmann-Schuss hineinwirft. Moskowitsch auf Hoffer. Osojnik dazwischen. Es gibt keine Nachspielzeit in Hälfte 1 und deshalb beginnt jetzt wirklich die letzte Minute dieser ersten Spielhälfte. Moskowitsch noch einmal Platz für Christopher Drazan, um zu flanken. Häkkinen setzt nach. Hofmann. Zweiter Torschuss von Steffen Hofmann innerhalb von wenigen Minuten. Aber es ist schwierig heute für den Rapid-Kapitän ins Spiel zu finden. Hier hat er wenigstens gemeinsam mit Markus Häkkinen aus diesem zweiten Ball etwas gemacht. Tokic gegen Kozelski. Die reguläre Spielzeit vorbei und auch die erste Spielhälfte dahin. Pünktlich hat abgepfiffen Thomas Steiner. Peter Pakult, Werner Gregoritsch und die Spieler auf dem Weg in die Kabine. 0:0 der Pausenstand. Erwin Hoffer hätte Rapid in Führung bringen können nach ein paar Minuten. Wegen einer angeblichen Abseitsstellung, die gar keine war, ist Rapid hier nicht in Führung gegangen. Und dann haben sich die Grün-Weißen sehr schwer getan, in der Folge gegen Kapfenberg zu bestehen. Schiedsrichter Thomas Steiner ist bisher ohne Karte ausgekommen, auch wenn er vielleicht in der einen oder anderen Szene eine gelbe Karte hätte zeigen müssen. Aber mir gefällt das, dass er nicht immer gleich mit dem gelben Karton da ist. Wie hat Ja, Michael Lindl, wie wichtig ist es, dass man auch auf der eigenen Torlinie cool bleibt? Ja, natürlich, da bin ich ganz gut gestanden. Wir haben in der Situation natürlich Glück gehabt, aber ich glaube, wir spielen ganz brav mit und ich glaube, das 0:0 geht in Ordnung. Was war denn gut, was war weniger gut im Spiel der Kapfenberger? Ja, ich glaube, wir sind in der Defensive sehr gut gestanden. Natürlich hat Rapid ein bisschen mehr Überzahl, mehr Ballbesitz, aber ich glaube, wir spielen ganz gut mit. In der Offensive muss vielleicht noch ein bisschen besser werden, aber das probieren wir in der zweiten Halbzeit dann. Wie kann man denn diese Offensive ankurbeln? Sie sind ja auch einer, der dafür verantwortlich ist. Ja, dass sich jeder ein bisschen mehr zutraut, wenn er einen Ball hat. Und wir müssen uns natürlich auch in der Offensive ein bisschen mehr bewegen. Danke. Na, das kann man wohl sagen, Michael Lindl, dass der SK Rapid in dieser ersten Spielhälfte mehr im Ballbesitz war. Schauen Sie mal auf die Ballkontakte. 59% beim Meister, der gewinnt auch mehr Zweikämpfe. Aber, und da hat Michael Lindl auch recht, Kapfenberg steht in der Defensive gut. Und vor allem die Herrn Meierhofer und Hoffer haben die Steirer wirklich im Griff. Rapid mit dem besseren Start, mit einigen Möglichkeiten. Tokic Kopfball, Meierhofer Kopfball, die Chance von Patuka. Aber danach hat sich Kapfenberg gut auf den Meister eingestellt und deshalb steht es zur Pause noch 0. Ja, Martin Konrad bringt Hans Krankl als möglichen Rapid-Trainer ins Gespräch.
Gott sei Dank hat das Peter Bakult nicht gehört. Der bringt anstelle von Erwin Hoffer jetzt für die zweiten 45 Minuten ihn hier, Nikita Jelavic. Hoffer hatte nur 11 Ballkontakte in der ersten Spielhälfte, hat nur 20% seiner Zweikämpfe gewonnen. Und auch wenn er ein Tor erzielt hat, das zu Unrecht von Steiner und seinem Team wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht gegeben wurde, hat er doch enttäuscht bisher in dieser Partie. Und deshalb heißt also das Sturmduo bei den Grün-Weißen ab sofort Stefan Meierhofer und Nikita Jelavic. Kapfenberg unverändert aus der Kabine gekommen. Auch ein Indiz dafür, dass Werner Gregoritsch offensichtlich mit dieser ersten Spielhälfte seiner Mannschaft zufrieden war. Boskovic. Gestoppt von Siegel, aber Freistoß für Rapid. Steffen Hofmann. Beinahe wäre da Jelavic vor Susko an den Ball gekommen und dann ein unglaubliches Foul von Branko Boskovic an Max Felfernik. Und jetzt muss Schiedsrichter Thomas Steiner die gelbe Karte auspacken. Völlig zu Recht gelb für den Montenegriner. Und das ist eine Karte mit Folgen für ihn. Er fehlt am kommenden Dienstag beim Nachholspiel in Klagenfurt. Da galt die Attacke nur dem Körper, nicht dem Ball. Das war dunkelgelb. Ein taktisches, aber auch ein hartes Foul von Boskovic, der damit den Konter der Kapfenberger unterbunden hat und jetzt eine Art Revanche-Akt. Siegel mit dem Foul an Boskovic. Also Austria Kärnten gegen Rapid am kommenden Dienstag bei Premiere Austria ohne Branko Boskovic. Siegel, guter Pass auf Zimmermann. Auch gut attackiert von Stefan Paller. Der hat bisher solide 50% seiner Zweikämpfe gewonnen. Und zuletzt war hier auch Zimmermann am Ball. Und deshalb wurde das Spiel bereits mit Einwurf Rapid fortgesetzt. Nicht ganz solide wie die Vorstellung von Stefan Paller. Bisher der Auftritt von Christopher Drazan. Bei dem kommt nur jeder dritte Pass an diesem Abend. Das ist relativ schwach, aber er hat 5 von 7 Rapid-Flanken geschlagen. Und jetzt schlägt er die 8. Und wie er die schlägt, Stefan Meierhofer, 1-0 Rapid, Minute 49. Er schlägt ab mit Co-Trainer Zoki Barisic und dann bedankt er sich bei Christopher Drazan, der dieses Tor wirklich sehr schön vorbereitet hat. Jelavic auf Drazan, der hat viel Platz, um hier zu flanken, aber die Flanke kommt mustergültig über Stepaniek hinweg. Susko kann den Ball noch kurz abwehren, aber dann setzt Stefan Meierhofer entscheidend nach.
Stefan Meyerhofer hat ja heute in einem Interview mit der Tageszeitung Kurier Geilheit vor dem gegnerischen Tor eingemahnt. In dieser Aktion war er ziemlich spitz. Und ich bin neugierig, wie sich das Ganze jetzt bei Rapid anlässt. Jetzt müssten eigentlich die Räume da sein. Vorausgesetzt, Kapfenberg versucht jetzt auch etwas für dieses Spiel zu tun. Versucht den Ausgleich zu erzielen, versucht zumindest offensiver zu werden. Die Spieler von Werner Gregoritsch waren ja in Salzburg zur Pause fast schon zufrieden mit einem 0:3 Rückstand. Heute werden sie nicht zufrieden sein, wenn sie auch gegen Rapid am Ende mit leeren Händen dastehen. Eichenhain, Meyerhofer im Abseits. Kapfenberg macht sich mittlerweile Bernd Bernsteiner bereit für seinen Einsatz. Werner Gregoritsch reagiert also sofort auf diesen 0:1 Rückstand. Bin neugierig, ob Bernsteiner für Kozelski kommt oder ob Gregoritsch ab sofort zwei echte Stürmer auf dem Platz haben will. Guter Einsatz von Palla vorbei an Osojnik. Wieder die Möglichkeit zur Flanke für Christopher Drazan. Wollte den Ball aber zu Palla zurückspielen. Guter Einsatz von Branko Boskovic, diesmal ganz fair. Eichenhain auf Dober. Hofmann, der sich jetzt wesentlich weiter zurückzieht als vor der Pause, und der nächste Kopfball von Stefan Meyerhofer, diesmal deutlich am Tor vorbei. Jetzt kommt es zum Wechsel, jetzt kommt Bernd Bernsteiner in die Partie. Der bisher erfolgreichste Torschütze der Kapfenberger in dieser Saison. Mit 4 Treffern und aus dem Spiel Arno Kozelski. Da wurde jetzt ein Auto, das eigentlich hier ausgestellt ist, im Franz-Fekete-Stadion hinter dem Rapid-Tor arg beschädigt von einem Böller. Schauen Sie sich das an. Dumme Fans gibt es auch in der Steiermark. Dieser Böller kam aus dem Fanblock der Kapfenberger. Hier. Aber wenigstens gibt es jetzt extra Werbung für das Skoda Autohaus. Wir konzentrieren uns wieder aufs Spiel. Werner Gregoritsch hat also keine zweite echte Sturmspitze gebracht neben Arno Kozelski, sondern anstelle von Kozelski eben Bernd Bernsteiner, der, wie gesagt, in dieser Woche kaum trainieren konnte. Aber er hat jetzt sicher Kraft für die
letzten 35, 36, 38 Minuten. Freistoß Michael Lindl. Dober per Kopf. Und Luxe vor Tabuga. Andreas Luxe hatte noch nicht allzu viel zu tun am heutigen Abend, aber er hat zweimal wirklich gut mitgespielt, ist zweimal rechtzeitig rausgekommen, wie auch hier. Hofmann erwischt diesen Ball zwar noch vor der Linie, aber es gibt Einwurf für Kapfenberg. Gegen Osojnik. Es gibt Freistoß für Rapid. Haben Sie gehört? Werner Gregoritsch hat eben gesagt, wir stellen auf 4-4-2 um. Kann nur heißen, Osojnik geht zurück. Schellander rückt ins Mittelfeld vor. Felfernick müsste dann irgendwie auf die rechte Seite rüberkommen. Und dann gibt es doch zwei echte Spitzen. Neben Bernsteiner, dann eben Zimmermann. Vorerst bleibt Felfernig auf der linken Seite. Noch haben die Spieler die Systemumstellung von Werner Gregoritsch noch nicht umgesetzt. Dominik Tapoga, vor der Pause hat er schon dreimal versucht, mit einem weiten Einwurf rein in den Strafraum. Einmal wurde es so richtig gefährlich, jetzt nicht. Handspiel, Schellander. Und da ist Andi Dober, Schellander noch auf den oberen Rücken gestiegen, aber Schellander hat sich schon wieder aufgerappelt.
mit dem Foul an Lindl. Also die Offensivbemühungen der Kapfenberger sind zwar da, aber sie sind endenwollend. Nach vorne geht bei den Steirern nach wie vor nichts. Ball von Taboga an Jelavic. Letzte Ermahnung von Schiedsrichter Thomas Steiner für den Kapfenberger Kapitän. Dann schauen Sie mal von einer Systemumstellung. Wie sie Werner Gregoritsch angekündigt hat, ist bei den Kapfenbergern auch noch nichts zu sehen. Da ist nach wie vor diese Dreier- bzw. Fünferkette. Siegel attackiert von Heikkinen. Lindl. Guter Ball auf Zimmermann, herrlich gespielter Pass und da war sie, die Ausgleichsmöglichkeit. Bernd Bernsteiner zeigt an, er sei gehalten worden und etwas zu ungenau der Stangelpass zur Mitte von Zimmermann. Aber hier, schauen Sie sich diesen Pass von Michael Lindl an, der wartet geschickt. Baller kann da gar nichts machen und etwas zu ungenau. Der Ball auf Felfernick. Aber so könnte es funktionieren. Von Gelander an Hofmann, nächster Freistoß für Rapid. Davor gibt es den zweiten Wechsel bei den Kapfenbergern. Aus dem Spiel geht Miroslav Stepanjek und für ihn kommt Boris Hüttenbrenner. Und jetzt gibt es womöglich auch endlich die Systemumstellung. Keine Systemfrage allerdings dieser Freistoß jetzt für Rapid durch Steffen Hofmann. Hofmann auf Boskovic, dem springt der Ball aber zu weit weg. Und deshalb wird dieser Schuss alles andere als gefährlich. Bernsteiner gestoppt von Drazan. Wieder gewinnt Razan den Zweikampf mit Bernsteiner. So, und jetzt schauen wir mal auf die Formation der Kapfenberger. Jetzt gibt es die Viererkette hinten, jetzt gibt es die Viererkette im Mittelfeld mit Boris Hüttenbrenner auf der rechten Seite und jetzt gibt es zwei echte Sturmspitzen und die heißen Bernd Bernsteiner und Preston Zimmermann. Thank you.
Brenner auf Zimmermann, aber der ist da gestolpert. Oh, was ist denn hier los? Markus Häkkinen und Mario Tokic sind da unglaublich aneinander geraten. Da war das böse Wort mit F zweimal dabei. Sehr weit vorbei, dieser Schuss von Preston Zimmermann. Aber schauen Sie mal, hier. Tokic gegen Häkkinen. Das nenne ich Brutalität. Also dieses Schreiduell hat man im ganzen Stadion gehört. Davor hat man auch diesen Böller gehört, der dieses Auto fast zerstört hat. Und das sind übrigens die Spielerautos, mit denen tatsächlich die Spieler fahren, der Kapfenberger. Und da braucht einer beim nächsten Mal eine Mietfahrgelegenheit. Die Rapid-Fans freuen sich nach wie vor über die 1:0-Führung des Meisters hier in Kapfenberg. Aber die Rapidler haben nach diesem Tor durch Stefan Meyerhofer nicht nachgesetzt. Haben das verabsäumt. Die Kapfenberger, die wollen zwar nachsetzen, das ist ihnen aber nur äußerst selten gelungen bisher. Aber ich bleibe dabei, von ihren Möglichkeiten ausgehend ist das heute eine bisher doch gute, solide Vorstellung der Steirer. Nächstes Foul, diesmal Siegel an Hofmann. Meyerhofer erwischt diesen Ball noch, hält ihn im Spiel und dann Boskovic. Branko Boskovic normalerweise sehr schusssicher, zumindest schusssicherer als die Kapfenberger Spielautos. Felfernick war zuletzt am Ball, es muss einen Wurf für Rapid geben. Und der Mucki kommt jetzt auch noch bei den Kapfenbergern, der spielende Manager. Torschütze am Dienstag beim 3:0. Cup-Erfolg in Wels, genauso wie der Kapitän, wie Dominik Taboga, der erneut weit einwirft. Den dritten Treffer erzielte Michael Lindl.
um das noch zu komplettieren. Mario Tokic nicht nur im Clinch mit Markus Häkkinen, sondern auch mit dem Giebelkreuz. Und mit dem sollte man sich als gelernter Österreicher, der Mario Tokic hier auch schon fast ist, nicht anlegen. Jelavic, Boskovic, das ist endlich einmal Platz für Steffen Hofmann. Und der Kopfball von Boskovic am Tor vorbei. Und da haben sie jetzt sehr schnell umgeschaltet von Defensive auf Offensive, die Rapidler, nach diesem Fehler von Taboga. Meierhofer zeigt an, er möchte den Ball, aber die Flanke kommt nur bis Branko Boskovic. Oh, Markus Häkkinen. Jetzt könnte ihn Mario Tokic schimpfen. Ganz allein taucht er da auf vor Kamil Susko. Aber dass der Finne kein Goalgetter ist, das ist allgemein bekannt. Markus Häkkinen, das ist heute sein 42. Bundesligaspiel. Er hat erst ein Tor in Österreich erzielt. Vor fast einem Jahr. Patrick Siegl heraus und für ihn kommt ein weiterer Offensivmann. Herbert Mukiwiga. Zum 9. Mal wird er von Werner Gregoritsch in dieser Saison eingewechselt. Das bedeutet, ein dritter nomineller Stürmer jetzt bei den Kapfenbergern. So wie es aussieht, werden wohl Bernsteiner und Wieger jetzt stürmen. Zimmermann geht wieder zurück ins Mittelfeld, dürfte jetzt über rechts kommen, und Hüttenbrenner hat die Position von Siegl im zentralen Mittelfeld übernommen. Wieder die Möglichkeit für Christopher Drazan zu flanken. Und das macht er nicht schlecht. Noch etwas mehr als eine Viertelstunde zu spielen. Rapid ist im zweiten Tor näher als Kapfenberg dem Ausgleich. Zurecht lässt Cicita Steiner weiterlaufen. Hüttenbrenner auf Osoinik. Windl lässt den Ball durch für Hüttenbrenner. Der war aber genauso überrascht von dieser Aktion wie die Rapidler. Batoker vor Wieger am Ball. Häkkinen. Handspiel von Milan Fuka.
Stober im Zusammenspiel mit Jelavic. Foul von Schellander, es gibt Freistoß für Rapid. Rapid hat in der letzten Viertelstunde eines Bundesligaspiels in dieser Saison erst einen einzigen Gegentreffer kassiert. Das war im Heimspiel gegen Kapfenberg. Damals hat Erkinger knapp vor Schluss zum 1:3 aus Sicht der Steirer getroffen. Getroffen hat heute schon Stefan Meierhofer. Dieser Kopfball geht aber am Tor vorbei. Von Jelavic und Susko. Da waren die Kapfenberger sichtlich überrascht. Der Befreiungsschlag von Mario Tokic, kein Abseits von Nikica Jelavic. Der nimmt den Ball gut mit, zieht sofort ab. Und Susko reagiert wirklich stark. Sechster Eckball bereits für Rapid. Und auch diese Aktion von Jelavic eben und dieser Schuss von Drazan. Ein Indiz dafür, dass Rapid tatsächlich dem 2:0 wesentlich näher ist als Kapfenberg dem 1:1. Aber entschieden ist dieses spannende Spiel noch lange nicht. Harter Einstieg von Osoini gegen Hofmann. Jetzt gibt es mit Sicherheit die nächste gelbe Karte. Schiedsrichtersteiner hat sie schon ausgepackt. Die erste gelbe Karte für einen Kapfenberger. Für Patrick Osoini. Für ihn eine Karte ohne Folgen. Auf Meierhofer. Osoinek, wieder Paller. Hüttenbrenn. Unser Stefan Paller, wieselflink. Jetzt ist er zu weit weg gewesen von Zimmermann. Aber nichts daraus geworden. Ein Flüchtigkeitsfehler von Branko Boskovic. Der spielt jetzt im Herbst längst nicht mehr so stark wie in den ersten 8-9 Runden dieser Saison. Steiner gegen Tokic und Heikkinen. Einwurf Kapfenberg. Der Mario Tokic, der muss heute nicht nur auf die Kapfenberger aufpassen, der muss auch auf Markus Heikkinen nach wie vor aufpassen. Ich habe selten so einen Wutausbruch auf dem Spielfeld gesehen. Also am gefährlichsten werden die Kapfenberger noch nach den weiten Einwürfen von Dominik Taboga. Aber jetzt wird es wirklich gefährlich für die Steirer. Drazan auf Hofmann. Wieder Drazan. Abgeblockt von Fuka. So ungenau dann der Ball von Heikkinen auf Jelavic. Noch 10 Minuten. Rapid lässt hier gute Möglichkeiten aus. Wenn das nur gut geht, wenn das am Ende nicht bestraft wird.
zu nachlässig, die Grün-Weißen, was die Chancenverwertung betrifft. Foul von Tokic. Schnell ausgeführt, aber unterbunden. Die Aktion von Thomas Steiner, der zeigt an, der Ball sei da noch in Bewegung gewesen. Freistoß, Michael Lindl. Boskovic mit der verunglückten Abwehr, aber auch aus diesem Fehler des Montenegriners können die Kapfenberger kein Kapital schlagen. Willi Kavlak macht sich für seinen Einsatz bereit. Wird jetzt wohl anstelle von Christopher Drazan kommen. So ist es. Christopher Drazan aus dem Spiel. Er hat schon stärker gespielt in der Bundesliga, aber er hat durchaus erneut eine Talentprobe heute abgelegt. Und er hat das vielleicht entscheidende Tor von Stefan Meyerhofer mit einer mustergültigen Flanke vorbereitet. Über links hat das Flügelspiel bei Rapid wesentlich besser funktioniert als über rechts. Und das lag auch an Christopher Drazan, der 8 von 12 Rapid-Flanken am heutigen Abend geschlagen hat. So, erstmals Willi Kavlak. Herrlicher Pass auf Steffen Hofmann, der Kapitän auf dem Weg zum 0:2, nichts da. Die nächste tolle Möglichkeit, die die Rapidler auslassen. Milan Fukal kann das 0:2 hier noch verhindern. Wirft sich in diesen Schuss von Steffen Hofmann hinein. Das war die fünfte gute Möglichkeit in der zweiten Spielhälfte, die die Rapidler ausgelassen haben. Eckball diesmal von rechts, Branko Boskovic. Meyerhofer geht mit wildem Geschrei zu Boden. Da offensichtlich an der Oberlippe getroffen. Querschläger aus Heunig. Bernstein auf Wieger. Also für mich war da alles in Ordnung. Bernsteiner einfach schneller am Ball als Patoka. Es gibt dennoch Freistoß für Rapid. Und Stefan Meyerhofer erneut im Gesicht getroffen, diesmal von Robert Schellander. Noch etwas mehr als 5 Minuten offiziell hier zu spielen. Nach wie vor ist diese Partie nicht entschieden, obwohl Rapid genügend Möglichkeiten dazu hatte.
Hofmann auf Kavlak. Der Boger dazwischen, Meierhofer. Bringt den Ball aber nicht unter Kontrolle. Hofmann. Oh, böses Foul von Robert Schellander. Übermotiviert, ohne Chance auf den Ball, der Kapfenberger Verteidiger. Ähnliche Situation wie vorhin bei Branko Boskovic. Und auch Schellander bekommt jetzt völlig zu Recht die gelbe Karte präsentiert. Da ist der Ball weg und dann kommt die Attacke an Hofmann. Freistoß durch Branko Boskovic. Jelavic gegen Schellander. Ballspiel von Schellander an Jelavic. Völlig zu Recht gibt es hier Freistoß für Rapid. Und die Zeit läuft jetzt natürlich für den Meister, der hier hochverdient mit 1:0 führt durch den Treffer von Stefan Meierhofer. Der es aber, und das wiederhole ich gerne, verabsäumt hat, hier vorzeitig diese Partie zu entscheiden. Felfanik, Hüttenbrenner, rechts ganz alleine Zimmermann, bekommt den Ball nicht. Felfanik bekommt ihn auch nicht, weil Häkkinen an den Ball kommt. Jedlavic, Hofmann, Kavlak. Vier Rapidler gegen drei Kapfenberger. Willi Kavlak kann den Ball nicht auf Jedlavic spielen, weil der im Abseits war. Hofmann. Auf Meierhofer, der verfehlt genauso wie Susko. Die 90. Minute läuft. Energische Anweisungen von Peter Bakul an Veli Kavlak. Bakul mit der Defensivarbeit. Von Kavlak nicht zufrieden. Das ist wohl der Hauptgrund auch dafür, dass er heute von Anfang an nicht gespielt hat. Wieger vor Palamba. Bernsteiner. Und Häkkinen vor Zimmermann. Drei Minuten werden draufgelegt. Zum offiziellen Nachspielzeit beträgt 3 Minuten. Noch ist diese Partie für Rapid nicht in trockenen Tüchern. Meierhofer, Kavlak. Peter Bakul springt immer wieder auf. Und
die Rapidler kontern immer wieder. Wieder viel Platz für Steffen Hoffmann. Hoffmann scheitert erneut. Stefan Meyerhofer wollte da den Ball haben. Hoffmann hat es auf eigene Faust probiert. Und hat wieder nicht das erlösende 2:0 gemacht. Also ich möchte niemanden kleinreden, aber eine solche Chancenauswertung kann sich gegen Rapid nur gegen Karpfenberg leisten. Milan Fuka. Felfanik. Noch 1,5 Minuten. Lindl. Wieder Felfanik. Aber die Karpfenberger kommen einfach nicht gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Und dann läuft der nächste Rapid-Konter. Wieder Hoffmann. Diesmal spielt er den Ball auf Meyerhofer. Der ist allerdings im Abseits. Und Peter Backhult mit dem Defensivverhalten seiner Mannschaft offensichtlich genauso wenig zufrieden wie mit der Chancenverwertung. Dritter und letzter Wechsel jetzt auch bei Rapid. Stefan Kulowitz kommt für die letzten Sekunden anstelle von Kapitän Steffen Hoffmann, für den das heute Abend ein sehr schwieriges Spiel war. Vor allem in der ersten Spielhälfte wurde er immer wieder gedoppelt hart attackiert, aber sehr fair attackiert von den Karpfenbergern. Und in der zweiten Spielhälfte hätte er eigentlich das 2:0 machen müssen. Hüttenbrenner. Dober und Tokic klären. Noch ein paar Sekunden. Jelavic. Auf den eben eingewechselten Stefan Kulowitz. Moskowitsch. Kavlak sucht den Abschluss und findet ihn auch. Die angezeigte Nachspielzeit war gerade abgelaufen. Und da hat Veli Kavlak jetzt doch alles richtig gemacht. Der Poker zögert zu sehr. Und Kavlak trifft genau ins Eck, vorbei an Kamil Susko. Und erzielt das entscheidende 2:0 für Rapid. Mittlerweile auch der Schlusspfiff von Schiedsrichter Thomas Steiner. Veli Kavlak zielt mit seinem zweiten Saisontreffer das 2:0 für Rapid. Eben musste er sich noch eine Standfauke von Peter Backhold anhören, weil das Defensivverhalten nicht in Ordnung war. Und jetzt macht er das, was die Rapidler eigentlich längst hätten machen müssen. Stefan Meyerhofer hat den Meister nach toller Flanke von Christopher Drazan in Führung gebracht. Danach hat die Rapid 5-6 tolle Möglichkeiten, hat alle Chancen ausgelassen. Musste am Ende noch zittern, aber der Sieg des Meisters geht natürlich in Ordnung. Rapid war Karpfenberg heute in allen Belangen einfach überlegen. Das muss man unterm Strich so sagen. Der Klassenunterschied war zu erkennen. Die Karpfenberger haben sich tapfer verhalten, haben gekämpft, haben aus ihren Möglichkeiten einiges gemacht, aber sie konnten in dieser Partie kaum torgefährlich werden. Und deshalb muss Werner Gregoritsch anerkennen, dass seine Mannschaft heute ohne Punkt dasteht. Erste Aufarbeitung dieses Spiels von Werner Gregoritsch mit Michael Lindl. Das sind die Zahlen dieser Partie. Schauen Sie auf die Torschüsse. 23 von Rapid, nur 6 von Karpfenberg. 9 Torschüsse kamen aufs Tor, aber die Rapidler haben eben nur 2 Tore gemacht. Sie hatten natürlich wesentlich mehr Ballbesitz über die 90 Minuten und sie haben auch
Zweikämpfe gewonnen. Kapfenberg war zu brav, nur ein Torschuss abgegeben nach dem 0:1 durch Meierhofer. In Runde 14 gab es 5 Heimsiege, Runde 15 startet mit einem Auswärtssieg. Rapid schlägt Kapfenberg durch die Tore von Meierhofer und Kavlak mit 2:0. Alles Weitere zu dieser Partie jetzt vom Spielfeldrand von Martin Konrad und Hans Kreitl. Rapid gewinnt zum Auftakt der 15. Runde in Kapfenberg mit 2:0. Vorentscheidend der Führungstreffer, kurz nach Wiederbeginn durch Stefan Meierhofers 9. Saisontor. Wir analysieren in den nächsten Minuten diese Begegnung gemeinsam hier live aus dem Franz-Fekete-Stadion mit unserem Premierexperten Hans Krankl. Hans, das 2:0, das Ergebnis, glaube ich, geht mehr als in Ordnung für den Rekordmeister. Ja, es geht in Ordnung und es ist das eingetroffen, was ich gesagt habe in der Pause. Es ist eine Frage der Zeit, wann Rapid das erste Tor schießt. Das ist relativ schnell gelungen. Sie haben dann eine Vielzahl von Chancen verschleudert, was oft sehr gefährlich sein kann. Heute war es nicht so und zum Schluss war dann das 2:0. Und am Ende natürlich der zweite Treffer von Kavlak. Wollen wir vielleicht den ersten Treffer uns gemeinsam ansehen? Zunächst das Tor, also kurz nach Wiederbeginn, 49. Minute durch Stefan Meierhofer. Ausgangspunkt war zunächst ein Einwurf von Paller, dann kommt der Ball zum eingewechselten Jelavic, kam ja für Hoffer in der Pause. Drazan, der ist auch frei, Meierhofer ist komplett frei und im zweiten Versuch trifft er gegen Suska. Du hast das richtig gesagt, der Drazan war frei. Drazan, wissen wir, dass der junge Bursche sehr, sehr schöne Flanken schlägt. Auch hier ist die Flanke ideal. Stefan Meierhofer mit der Größe allein in der Mitte. Es war ein Wunder, dass der Kapfenberger Tormann sehr schön den ersten Kopfball pariert hat, aber dann ging ein Nachschuss, ist er machtlos. Kann man den Tormann auch keinen Vorwurf machen. Schönes Tor von Rapid, aber gleichzeitig auch viele individuelle Fehler der Obersteiger. Ja, es ist mit der Spieldauer werden sie müde. Zweite Hälfte, man hat dann gesehen, die Fehler werden mehr und der Druck von Rapid war nicht einmal, der Druck von Rapid war nicht so da, dass ich ständig unter Druck wäre, aber diese Chancen, die immer wieder kommen, werden dann ganz einfach irgendwann einmal genützt und so weiter. Ja, die Torvorlage kam also von Christopher Drazan, war seine dritte. Das Tor erzielte Stefan Meierhofer, jetzt live bei Gerhard Grabert. Ja, vor dem Spiel hat er gemeint, wir müssen wieder mehr Geilheit zeigen vor dem Tor. Stefan Meierhofer, waren Sie heute scharf wie Nachbarslumpi? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben die ersten 15 Minuten sehr aggressiv nach vorne gespielt, haben uns gute Chancen erarbeitet. Ich glaube, bei der einen Chance, wo ich dann mit der Brust auf den Jimmy abklatsche, wo er eigentlich das Tor macht, habe ich dann den Kabinengang gehört, innerhalb, dass es kein Upside war. Aber ich glaube trotzdem, dass wir dann heute über 93 Minuten dann ein bisschen die glücklichere Mannschaft waren. Und Christopher Drazan, der trifft Sie immer sehr genau. Ja, ich sage, mit meinen 2,2 Meter kann man fast nicht vorbeischießen und der Fritzler hat seinen linken Fuß sehr, sehr gut auf mich oder nach mir eingestellt und das passt sehr, sehr gut und das freut mich viel natürlich, weil er oben dabei ist und sich als Junge noch immer sehr, sehr viel Gedanken macht, ob er mitfahrt, ob er im Kader ist, aber er spielt und er spielt immer wieder sehr, sehr gut und man muss den jungen Burschen Fehler erlauben und er lernt aus seinen Fehlern und ich glaube, er ist für sein Alter schon sehr, sehr weit. Warum haben Sie erst im zweiten Versuch getroffen? Ja, weil bei erste heute, der Tormann war sehr gut, hat. Den haben wir in der ersten Halbzeit eingeschossen, jetzt hat er beim zweiten noch abklatschen lassen, aber zum Glück gehe ich gleich nach und ich wollte ihn mit dem Fuß machen. Jetzt sind Sie der einzige Stürmer momentan, der eigentlich immer trifft. Was ist mit Ihren Kollegen? Was ist mit einem Hoffer? Was ist mit einem Jelavic? Naja, die Kollegen, der Jimmy arbeitet sehr, sehr gut im Training und der Jela auch. Und ich glaube, heute bei der einen Chance, wie ich schon angesprochen habe, der gegnerische Torhüter heute in einer hervorragenden Form und hat da sehr viele Bälle, die unmöglichen wieder gehalten, weil die Annahme von Jeller war Weltklasse und der Schuss war eigentlich auch perfekt. Er war genau im Winkel ein und der hat einen super Reflex und haltet ihn. Aber ich glaube einfach, dass wichtig ist, dass nach 90, 93 Minuten einfach die drei Punkte bei uns sind. Und mich freut es für den Weli, dass er das Tor gemacht hat. Wer ihn trifft, ist egal. Für mich ist es natürlich schön, wenn ich treffe, aber wenn die anderen die Tore machen mit den drei Punkten, passt es auch. Danke. Soweit also ein selbstbewusster Rapid-Stürmer, der zum 9. Mal in dieser Saison getroffen hat. Hans Krankl hat schon angesprochen, Kapfenberg zwar defensiv durchaus korrekt, aber offensiv eigentlich ein Lüfterl. Eine wirklich nennenswerte, gefährliche Aktion hat es im gesamten Spielverlauf gegeben, und zwar in der 62. Minute. Lindl, der immer wieder für diese Momente gesorgt hat, aber eben zu selten mit diesem schönen Pass auf Zimmermann, aber der nicht idealer Fellvernick. Der Pass war wunderbar, der Pass war klasse. Und zwar der von Lindl. Der von Lindl und der von Zimmermann war schlecht, weil der war, es wird noch Foul reklamiert, was aber kein Foul war. Er muss den Pass weiter hinten spielen, er hat ihn viel zu weit vorne gespielt. Der Spieler, der dann hinten ist, hat es sehr, sehr schwer um den Ball. Also da war der Winkel schon ganz, ganz schlecht.
Max Felfanik also in dieser Situation schuldlos, weil der Ball nicht gut genug war. Und dann eine interessante Szene, die es auch bei Rapid an diesem Abend gegeben hat, nämlich ein Duell zwischen zwei Spielern von Rapid. Markus Heikkinen und Mario Tokic. 72. Minute, da kreuzt Tokic Heikkinen und was danach kommt, sieht man selten. Ja, man muss ja das... das war laut auch. Ja, es ist sehr interessant jetzt. Ja, eindeutige Worte. Sagt das englische Wort mit dem F, das wir nicht sagen sollten und dürfen. Und er war kurz böse, aber ich glaube, sie waren nur kurzfristig böse aufeinander. Einige Sekunden und dann waren sie wieder glücklich, glaube ich. Ja. Hoffe ich. Wir hoffen es auch. Fragen wir am besten nach bei Mario Tokic. Ja, Mario Tokic, wer hat denn zuletzt so geschimpft mit Ihnen wie der Markus Heikkinen heute? Ja, ich kann nicht erinnern, wann war das letzte Mal, aber das ist sicher im Spiel immer positiv, weil in so einem Spiel wichtig ist, dass wir sind eine Mannschaft und da war einer meiner Fehler. Oder aber erschrocken sind Sie schon kurz, oder? Bitte? Erschrocken sind Sie schon kurz. Schon, ja. Das war ein kleines Missverständnis und Gott sei Dank war kein Tor. Das war das Wichtigste. Ja, Sie sagen es. Zuletzt wurde ja das Abwehrverhalten speziell auch kritisiert nach dem Ausscheiden in Ried vom Trainer. War das heute wieder so, wie auch Sie sich das vorstellen? Ich bin im Prinzip Perfektionist und ich bin nie zufrieden mit Spiel. Aber ich kann sagen, heute war es schon besser und das ist sehr wichtig, dass wir das zweite Mal in Meisterschaft zu Null spielen, außer diese unglückliche Niederlage im Cup. Aber ich denke, wir sollen so spielen und noch sicher mit bisschen Glück wird immer weniger Tore. Dankeschön. Also man lernt nie aus, so etwas ist gut, wenn man sich gegenseitig offensichtlich anfeuert, meint Mario Tokic. Ja, wenn man sich gegenseitig anfeuert, ist das gut, wenn auch die Worte manchmal englisch sind, die er wahrscheinlich nicht versteht, und hart sind, aber es ist okay. Und Markus Heikkinen hätte aber dann später durchaus beweisen können, dass er nicht nur verbal ein Großer ist, sondern, Hans Krankl, dass er auch im Tore verwerten vielleicht ein Großer hätte sein können. 72. Minute nach Zuspiel von Jelavic. Muss man da Goalgetter sein, wie Kommentator Thomas Bukischitz gemeint hat? Nein, nicht unbedingt. Für diese Chance muss man nicht Goalgetter sein. Die sollte man schon reintun. Interessant wäre jetzt eine Großaufnahme von Tokic. Aber diese Kameraführung gibt es ja noch nicht, weil da wird er sich gedacht haben, na siehst, jetzt sage ich auch nichts oder so auf die Art. Also ja, das Spaß beiseite, das sollte ein Tor sein von so einem Spieler von Heikkinen, verlange ich auch hier ein Tor. Und es wäre dann mehr Ruhe auf der Rapidbank gewesen, wäre da schon das 2:0 gefallen. Aber es war ja nicht, das ist ja nicht eine Einzeltat. Das waren einige andere Leistungen, die möglich waren, schon viel früher das 2 oder 3:0 zu erzielen. Hans Krankl, wir haben heute das Debüt von Andreas Luxe gesehen. Ja. Er war der vierte Torhüter in dieser Saison bei Rapid, der im Einsatz gewesen ist. Ihr Urteil? Er ist heute zweimal gut ausgegrenzt. Als Tormann kann ich ihn nicht beurteilen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass er nicht einen Ball zum Halten gekriegt hat oder einen schweren Ball. Aber zweimal ist er sehr gut ausgegrenzt. Ja, wollen wir hören, wie es er selbst gesehen hat, sein Bundesliga-Debüt live bei Gerhard Graber. Ja, das Debüt also in der Bundesliga für Andi Luxe. Andi, wie war's? Ja, sag so, wenn man gewinnt und mit 3 Punkten nach Hause fährt, kann es nur positiv ausgefallen sein. Also zu 0 habe ich auch gespielt. Was willst du mehr? Sie hatten nicht allzu viel zu tun. Gibt es irgendwelche Aktionen, wo Sie sagen, okay, da war es extrem wichtig, dass ich da war? Ich erinnere mich an eine Szene in der ersten Hälfte, als Sie Schnelligkeit beweisen mussten. Das ist richtig. Das war nicht die einzige Szene, wo ich sage, da war es ein bisschen eng. Ja. Gut mitgespielt, sage ich, und ja, Gott sei Dank verletzungsfrei geblieben, weil ganz ungefährlich war das nicht. Schmerzhaft? Schmerzhaft vor allem, ja. Wie war es denn grundsätzlich heute für Sie, dieser Tag? Wann haben Sie erfahren, dass Sie spielen werden und wie überrascht waren Sie vielleicht auch von dieser Entscheidung vom Trainer? Ja, erfahren habe ich es wie immer 2 Stunden vor Spielbeginn bei der Besprechung. Vorher kann man den Trainer nichts entlocken, sage ich mal. Und ja, wir haben uns darüber gefreut, genauso wie am Dienstag beim Cup-Match. Und ich persönlich habe nicht damit gerechnet, dass ich heute wieder dabei bin. Aber umso schöner ist, wenn wir dann gewinnen. Ne? Es war natürlich auch für viele Beobachter auch überraschend, dass Sie heute wieder Hedel vorgezogen werden. Sie haben ja grundsätzlich ein gutes Verhältnis mit dem Mundi. Hat man darüber sprechen können noch vor der Partie oder wie ist das abgelaufen? Na, ich habe mit dem Mundi nicht darüber geredet. Also ich sage so, der Mundi wird sicher enttäuscht sein. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat auch genauso super Partien gespielt und ja, ich glaube, die Freundschaft zwischen uns wird jetzt nicht darunter leiden.
Hoffen Sie, dass Sie jetzt wirklich die Nummer 1 bleiben? Wir hoffen natürlich, ich sage so. Am Dienstag ist schon das nächste Spiel. Viel Zeit zum Überlegen hat der Trainer nicht, vielleicht bleibt er dabei. Danke. Also man kommt kaum mit dem Zählen nach. Es gibt natürlich bei Rapid 4 Torhüter, aber 3 haben erst gespielt. Helge Bayer konnte ja diese Saison noch nicht im Einsatz sein. Das nur der Vollständigkeit halber. Wir sind mittlerweile zu dritt, begrüßen den Kapfenberg-Trainer Werner Gregoritsch. Werner, wie ernüchternd ist so ein Spiel, abgesehen vom Ergebnis? Ja, es zeigt natürlich auf, wo unsere Fehler sind oder wo unsere Probleme sind. Und man muss dazu sagen, wir haben eigentlich, glaube ich, erste Halbzeit kämpferisch und auch im taktischen Bereich gut dagegen gehalten. Aber wenn man dann sieht, wie wir das erste Tor bekommen, dass der Spieler oder der Boskovic von einem Meter von der Torlinie flanken kann und dann kriegt den der Boskovic, von der geht die Situation aus. Der kann dort flanken entlang der Outlinie zum Drazen von einem Meter. Da muss ich drauf sein, da muss ich blocken. Sehen wir es nochmal. Boskovic auf Jelavic. Genau so ist aus der Situation. Das darf nie, aus so einer Situation darf nie eine Torschance entstehen. Nicht? Wenn ich da aggressiver bin, wenn ich da, ich brauche nur den Passweg unterbinden. Nicht? Und das ist das Problem. Und dann passiert so ein Tor, wobei ich sagen muss, es gibt natürlich auch die positiven Seiten, haben wir heute gesehen, was der Fuckerl für mich geleistet hat. Das war für mich halt der beste Mann am Platz. Der hat die Mannschaft da hinten zusammengehalten. Aber man kann defensiv sehr viel trainieren, sehr viel arbeiten. Aber das Entscheidende ist, dass man in der Offensive auch ganz einfach Akzente setzt. Und heute zum Beispiel war eine Situation, wo der Bernsteiner den Ball bekommt. Der kann ihn mit dem Oberschenkel annehmen und dann kann er ein Tor machen und dann köpfelt er vor. Das sind so gewisse Routinefehler. Man muss sagen, dass da sehr viele Spieler, eben sage ich jetzt einmal, vor einem Jahr oder zwei Jahren noch in der dritten Klasse gespielt haben. Das muss man einfach erkennen. Da fehlt es uns dann an gewissen Situationen. Sage ich jetzt einmal von der Qualität. Das sind junge Spieler, ich hoffe, sie werden es noch lernen. Aber wie gesagt, ernüchternd ist es insofern, dass man dann sieht, dass man doch noch ein gewisses Stück von oben weg ist. Ja, Sie haben es angesprochen, defensiv hat auch Hans Krankl gemeint, hat man Stabilität heute gezeigt im Gegensatz zum Auswärtsspiel in Salzburg. Aber offensiv, da war der Wille zwar da, aber das Können nicht. Kann man da überhaupt etwas machen oder muss man auch akzeptieren, dass Kapfenberg vor allem gegen solche Gegner quasi chancenlos ist und eigentlich keine echte große Torchance gehabt hat? Ja, das muss man akzeptieren. Man muss das einfach zur Kenntnis nehmen, dass, glaube ich, eine Rapid-Mannschaft, die heute nicht besonders gespielt hat, aber denen es gereicht hat, dass sie ganz einfach aus einer Situation das 1-0 machen. Ich glaube, wenn es länger dauert und wir die Partie länger offen halten, dann ist es für Rapid, glaube ich, sehr wichtig. Dann hätten wir die Chancen gehabt, Konter zu fahren. Und so machen sie zum richtigen Zeitpunkt das Tor. Und ich glaube, also Rapid hat das Notwendigste heute gemacht. Und wie gesagt, wenn wir vorne ein bisschen effizienter wären, vor allem auch, sage ich jetzt einmal, bei individuellen Aktionen 1-1 uns mehr trauen, dann hätte man vielleicht den Gegner ein bisschen unter Druck bringen können. Aber so muss man sagen, muss man Rapid gratulieren. Es ist einfach so, es tut weh, wenn man sieht, dass man offensiv eigentlich sehr, sehr wenig zusammengebracht hat. Ja, Rapid hat nicht geglänzt, aber trotzdem den 4. Auswärtssieg geholt und ist damit aktuell das beste Auswärtsteam. Hans Krankl, Sie kennen Werner Gregoritsch gut, Sie haben dieses Spiel gesehen, nicht das erste in dieser Saison von Kapfenberg. Wo würden Sie hier versuchen, den Hebel anzusetzen? Es ist schwierig, ich kenne die Spieler viel zu wenig, ich bin ja beim Training, aber es ist, so wie er sagt, du bist der Trainer von Kapfenberg und ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wem er heute, das ist nicht das erste Mal, nicht? Wem er heute einen Vorwurf machen sollte. Er kann keinem seiner Spieler einen Vorwurf machen, außer im technischen, taktischen Verhalten. Das, was er am Montag oder Dienstag machen wird, das, was auf der Seite passiert ist. Aber es haben sie alle so bemüht, aber es ist ganz einfach, so wie ich gesagt habe, wie er richtig sagt, es war nur eine Frage der Zeit, wie ich gesagt habe, man Rapid das erste Tor macht. Wenn es länger dauert, wird die ganze Geschichte enger, wird es interessanter. Aber da das Tor gleich nach der Pause gefallen ist, ist eigentlich die Sache erledigt. Und vorne haben sie nicht, also in der, nicht nur vorne, sondern im Spiel nach vorne haben sie halt große Probleme, weil sie nicht die Spieler haben. Du bist als Trainer, das ist ein Wahnsinn. Das ist irrsinnig schwierig, weil sie diese Spieler ja wirklich bemühen, alles, was sie können. Und die, was eine kommen dazu und wenn er zwei andere aufstellt, genauso. Und das ist eben dieser Sprung. Aber dazu muss man fairerweise sagen natürlich, Kapfenberg ist nicht dazu da, hier 3 Punkte gegen Rapid zu machen. Das ist der Meister und die wollen wieder Meister werden. Es kommen die Spiele für Kapfenberg, die vielleicht aber noch schwerer werden für sie. Und da heißt es dann bestehen, wie es gibt, die Spiele gegen Altach, die Spiele gegen Mattersburg, die Spiele gegen unmittelbare Gegner, wo sie punkten müssen, um nicht abzusteigen. Und auf diese Spiele müssen sie sich konzentrieren und werden sie sich konzentrieren. Und die müssen dann
gewonnen werden zu Hause. Wenn das nicht passiert, dann haben sie keine Chance. Das ist in der Tat so, obwohl nächste Woche heißt der Gegner Sturm. Da heißt also besonders viel Kraft nehmen. Apropos Kraft, Werner Gregitsch, wenn Sie die Kraft vielleicht nicht von Ihrer Mannschaft momentan nehmen können, dann vielleicht von Ihrem Sohn Michael, der ist gerade Bundesländer Nachwuchsmeister geworden, Jahrgang 94 für alle Fußballinteressierten, schießt haufenweise Tore. Und ist 1,88 Meter groß mit 14 Jahren. Viele fragen sich, böse Zungen, haben Sie, welches Talent hat er von Ihnen gehabt? Jetzt habe ich gewusst, dass das natürlich kommt von einem Verteidiger, von einem ehemaligen. Nicht? Der Mann. Ich habe schon gesagt, ich bin zu alt. Ich bin ein bisschen zu alt. Ich würde ihm gerne helfen, aber ich kann nicht. Das wirklich, das geht. Aber vielleicht holt er sich die Kraft aus der Familie, der Werner Gregitsch. Ja, nein, ich meine, der Hans hat es auch richtig gesagt. Man muss ehrlich eins sagen, man ist als Trainer dann irgendwo insofern ohnmächtig, weil die Mannschaft wirklich alles macht, was man trainiert, was sie setzt alles um, was man bespricht. Aber es gibt zum Beispiel Situationen, wo ich sage, das Entscheidende bei einem sehr guten Fußball ist, ob man auch ein Spiel lesen kann. Ein Beispiel, eine Situation war, wir bekommen den Ball im Konter auf der linken Seite, rechts läuft einer komplett freier rein und wir spielen wieder in die linke Seite. Das sind so Kleinigkeiten, die natürlich Großes bedeuten bei so einem Spiel. Und wie gesagt, Rapid ist nicht unser Gegner in dieser Meisterschaft. Nur muss man etwas sagen. Es tut natürlich dann weh, wenn man sich gut vorbereitet, wenn man sieht, dass die Mannschaft wirklich alles tut, um erfolgreich zu sein und dann gewisse Dinge ganz einfach nicht vorhanden sind. Aber trotzdem muss ich sagen, wir sind den Weg gegangen, der Präsident und ich. Und ich sage nochmal, es tut natürlich heute weh, aber ich kann trotzdem mit der Mannschaft, auch richtig gesagt, also keinen Vorwurf machen und bin auch überzeugt, sage ich nochmal, dass wir auch Spiele gewinnen werden, wo man nichts von uns glaubt. So wird es wahrscheinlich sein. Wir werden es auch weiterhin verfolgen. Werner Gregitsch, danke fürs Gespräch hier. Und wir wollen natürlich auch hören, wie der Sieger diese Partie analysiert. Peter Backholz bei Gerhard Grabert. Ja, es wurde schon viel gesprochen, auch von diesem wichtigen Zeitpunkt, von diesem 1:0. Peter Backholz, war damit wirklich schon alles erledigt heute hier in Kapfenberg? Nein, das Spiel ist nie erledigt. Solange das ein Spiel läuft, kann immer was passieren. Aber wir haben es dann eigentlich selber schwer gemacht, durch das, dass wir unsere sehr, sehr guten Konterchancen auslassen haben und dadurch bleibt es natürlich bis zum Abpfiff immer eng, aber schlussendlich glaube ich, ja, geht der Sieg in Ordnung und nur natürlich mit die Chancensammelheit. Wir sehen da, Entschuldigung, nur ganz kurz, diese Chancen eben unter anderem Jelavic, diese Konter, die Sie gerade angesprochen haben und dann zweimal Steffen Hofmann. Ja gut, beim Jeller sage ich so, das macht er natürlich hervorragend mit einmal mitnehmen und dann geschissen reagiert der Daumen überragend, aber natürlich diese dreimal, wo der Steff oder ein Laube rennt, da sollte zumindest einer davon sitzen, weil dann war da schon für die alles klar gewesen. Aber schlussendlich war es wichtig, dass wir hier gewonnen haben. Auch zu Recht, denke ich mal, gewonnen haben. Und ja, sind wir damit natürlich zufrieden. Beim 1:0 Drazan und Meierhofer, wieder Drazan und Meierhofer, ist das so ein bisschen ein neues Traumduo, die Flanken vom Drazan auf den Langen? Ich denke, da bereitet Jelavic schon sehr, sehr gut vor. Stürmer halt sehr gut im Ball, wart bis der Fritz aufrückt und spielt am Ideal eine. Und natürlich aber die Flanken kann er, das hat er schon bewiesen, der Fritz. Und ja, und der Stefan ist dort, wo er Stürmer hinkehrt mit seiner Größe und hat natürlich auch das Quäntchen Glück, dass er den Nachschuss kriegt. Das muss eigentlich der erste Kopfball schon drinnen sein und nicht erst der Nachschuss. Aber wichtig ist, dass man da in Führung geht, dass man nicht hier unnötig unter Druck kommt. Die Debütanten heute im Tor, Luxe und auch der junge Paller auf der linken Seite, wie bewerten Sie die? Wie haben Sie die gesehen? Ja, der Luxe hat im Cup schon gespielt und ist natürlich so, wie ich schon vor dem Spiel gesagt habe, das sind junge Spieler, die was das Talent haben, die was auch aufzeigen und ja, wenn es natürlich aufgeht, ist man natürlich umso erfreulicher. Wenn es natürlich, wenn der Schuss nach hinten losgeht, ist man dann eigentlich der Buhmann. Aber ich gehe dieses Risiko gerne, weil ich überzeugt bin, dass die Jungen, wenn die Mannschaft intakt ist und die Mannschaft ist intakt, mit intakt meine ich, wenn wir gut Fußball spielen, nicht jetzt vom Klima oder so, sondern wenn die Mannschaft gut nach vorne spielt, wenn alle Spieler, vor allem die wichtigen Spieler, eine gute Form haben, dann kannst du junge Spieler einbauen. Kannst schwer immer junge Spieler einbauen, wenn Unruhe ist, wenn es nicht so läuft, dann ist auch für einen jungen Spieler ein Problem. Ja, natürlich die routinierten Spieler auch ihre Probleme haben. Aber so, wenn alles so läuft, in dem Sinn kann man immer wieder dann natürlich den einen oder anderen mit einpflanzen. Dankeschön.
Und der Rapid-Trainer musste am Ende, wie gesagt, lange zittern, denn erst in der Nachspielzeit hat Veli Kavlak den zweiten Treffer erzielt an diesem Abend, das 2:0. Eingewechselt wurde er für Fritz Drazan, so wie er bei Rapid genannt wird. Und dann hat er auch die Zeit und die Übersicht, um hier den 2:0 Endstand zu erzielen. Übrigens sein zweites Saisontor und zum zweiten Mal gegen Kapfenberg. Ja, schönes Tor, zweimal den Verteidiger verladen, beim zweiten Mal richtig gewartet und dann schön Menefee mit dem rechten Fuß das Tor gemacht. Und mit diesem 2:0 Auswärtssieg, also nach zwei Auswärtsniederlagen für Rapid in der Meisterscholle Erfolg. Rapid, also während wir die Ergebnistafel sehen, mit dem heutigen Spiel in der Tabelle natürlich vorgeklettert, kann also in Ruhe morgen und übermorgen die Konkurrenz beobachten. Aktuell einen Zähler hinter Salzburg, aber wie gesagt, auch erst am Dienstag das Nachtragsspiel dann gegen Austria Kärnten und Kapfenberg mit der vierten Heimniederlage, der 10. insgesamt auf Platz 9, könnte morgen theoretisch von Altach überholt werden, falls die Altach allerdings mit 6 Toren Differenz die Mattersburger besiegen soll.